Also danke an Ursula Ründler für die Einladung und für dieses riesige Organisieren mit Ihrer Familie und anderen, die mir wert sind hier. Ich war in vielen, jährlich war ich mal da, auch schon in der vorherigen Organisation. Ich liebe diesen Ort und ich wünsche mir, dass da Kraft kommt und dass das Symbol und die Präsenz seines Bruders Klaus hier sich zeigen kann und spürbar wird, oder noch mehr spürbar wird. Und Martina Bär, danke fürs Moderieren und vor allem den Vorrednern, Niklaus Brandschen und Herr Beruil und Jasmin. Danke, ich lerne davon, ich lerne viel. Erlauben Sie mir noch ganz kurz, es wurde mir schon ich wurde angespornt dazu, ein paar Worte zu mir sagen, bevor ich über das Thema spreche. Es wurde erwähnt, ich bin ein Muslim. Ich bin leitendes Mitglied eines islamischen Ordens. Der populäre Titel dieses Ordens ist die Tanzenden Derwische, ein schrecklicher Ausdruck für mich, aber so sind wir bekannt. Es ist wie im Christentum, also sehr gut vergleichbar. Es sind auch im Islam sind unterschiedliche Orden entstanden. Mitglieder dieser Ordensgemeinschaften werden Sufi oder Derwisch oder Fakir genannt, je nachdem, ob es Persisch oder Arabisch oder wie auch immer ist. Aber was ich denn jetzt anhängen möchte, ist, weil ich dazu gehöre, zu einem solchen Orden, bin ich nicht ein Vertreter des Mehrheitsislams. Also wir werden auch von vielen Muslimen als Sekte betrachtet. Sekten, die eine Gefahr in sich tragen, dass sie ihrem Scheich oder ihrer Leiterin hörig werden, die Mitglieder und so weiter, mit allen Vorstellungen. Also es gibt ja auch Länder, wo Ordensgemeinschaften nicht toleriert sind, von der Verfassung her übrigens inklusive die Türkei, wo unser Orden entstanden ist. Unser Orden entstand im 13. Jahrhundert nach dem Tod des großen islamischen Heiligen Mevlana Celaleddin Rumi. Er starb 1273. Seine mystischen Gedichte und sein Lehrwerk, es sind über 60.000 Verse, haben im Westen eine große Popularität erlangt. Wobei allerdings die meisten Übersetzungen, leider muss ich sagen, die meisten Übersetzungen als zweifelhaft oder tendenziös einzustufen sind. Rumi ist in der Esoterik des New Age omnipräsent. Ja, und Rumi ist meine Hauptquelle. Also daher meine Hauptquelle und Referenz für mein Verständnis des Islams ist, werde ich jetzt im Folgenden vor allem seriös übersetzte Zitate von ihm benutzen. Gerne biete ich Ihnen eine Auswahl an mystischen Gedichten aus eigener Übersetzung an. Das ist dieses Buch. Ich habe 10 Stück mitgenommen. Mehr konnte ich nicht tragen. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Die Herausgeber sind Teil unserer Gruppe. Die haben mir erlaubt, das für 20 Franken abzugeben. Gut, jetzt zum Thema, einige Aspekte über die Liebe im Islam. Im Christentum steht Gottes oder Jesu Liebe im Zentrum vieler Schriften und Predigten. Und wie ist das nun im Islam? Im Koran und in den Prophetensprüchen, man nennt sie Hadith, ist die Liebe als Begriff eigentlich nur spärlich anzutreffen. Und so wird die Liebe auch in Freitagspredigten wenig direkt angesprochen. Gerne zitiere ich eines der wenigen Beispiele, in dem der Koran von der Liebe spricht. Ich zitiere: Gott hat Liebe und Zärtlichkeit zwischen Mann und Frau gesetzt. Hierin ist wahrlich ein Zeichen für ein Volk, das nachdenkt. Das Sure 30, Vers 21.
Im Koran stehen eher die Allbarmherzigkeit Gottes sowie seine Mächtigkeit an vorderster Stelle. Und es sind die Sufis, welche das Thema der Liebe direkt ansprachen, allen voran Rumi, der auch Pol der Liebe genannt wird. Er sagt in einem seiner mystischen Gedichte, und das findet ihr hier in diesem Buch als Beispiel, was ich jetzt zitiere: Im Grunde genommen ist jedes Teilchen der Welt, ist alles und jedes, ja die ganze Welt, Liebe. In allem und jedem flammt das Feuer der Liebe, in jedem Partikel, in jedem Atom. Alles ringt darum, sich mit dem Geliebten zu vereinen. Alles ist trunken von der Vereinigung. Ja, schön und recht, aber was ist eigentlich Liebe? Viele noch so schöne Texte über die Liebe, die ich zu lesen bekam, sind aus meiner persönlichen Sicht unscharf und oft sentimental formuliert. Von den wenigsten Autoren wurde mir ein klares Bild darüber vermittelt, was im Grunde genommen Liebe ist. Mit den vertieften Schriften in der Theosophie und später dem Sufismus begann ich langsam mein Verständnis aufzubauen. Liebe ist nicht besitzbar. Es ist ein Erlebnis, das erlebt wird während dem Zeitraum, in dem es erlebt wird. Es braucht eine Sehnsucht mit der Vorstellung vom Geliebten oder der Geliebten, damit Liebe entsteht. Ihr habt gehört, ich habe Ingenieur studiert. Ein Mathematiker würde sagen, Liebe ist ein Vektor der Sehnsucht. Die kürzeste mir soweit bekannte Definition der Liebe stammt von meiner theosophischen Lehrerin Elisabeth Heitsch-Selig. Sie sagte uns, Liebe ist nichts anderes als der Drang nach Einheit. Erst die Sehnsucht nach dem oder der Geliebten macht uns zu Liebenden. Rumi geht noch weiter und erklärt, dass auch der oder die Geliebte sich nach dem oder der Liebenden sehnt. In seinem Masnawi, das ist nur das erste Buch von 6, sind etwa 24.000 Verse, das ist unser Lehrbuch, wenn man so will. In diesem Werk sagt Rumi, eine deiner Hände bringt ohne die andere Hand kein klatschendes Geräusch hervor. Der Durstige stöhnt, o köstliches Wasser. Auch das Wasser stöhnt und sagt, wo ist der Wassertrinker? Der Durst in unseren Seelen ist die Anziehung, die das Wasser ausübt. Wir gehören dem Wasser und doch ist es unser. Gottes weise Vorsehung und sein weiser Ratschluss haben uns zu Liebenden gemacht. Diese Vorsehung hat alle Atome der Welt paarweise miteinander verbunden. Und jedes Atom liebt seinen Partner. Das sagt Rumi. Und was meint Rumi mit Gottes weiser Vorsehung, die uns zu Liebenden gemacht hat? Er verweist auf ein berühmtes, im Islam überliefertes Gotteswort, ein Hadith Qudsi, in dem uns Gott den Beweggrund seiner Schöpfung erklärt. Gott sagt, ich war ein verborgener Schatz und sehnte mich danach, erkannt zu werden, also erschuf ich die Welt, auf dass ich erkannt würde.
Als Statthalter Gottes auf Erden sind wir Menschen befähigt zu erkennen, sowie uns erkannt zu fühlen. Tief in uns erahnen wir, dass wir vom Paradies getrennt sind. Die Sufis sprechen von einer Urkraft, die uns innerlich geschenkt wurde, nämlich die Sehnsucht nach dem Ursprung unseres Daseins. Diese Sehnsucht, die alle von uns in sich tragen, ist zu pflegen. Es ist das katalytische Gold der Alchemisten, das schon vorhanden sein muss, wenn wir Blei in Gold verwandeln wollen. Rumi hat sein eigentliches Lehrwerk, das Masnavi, auf dieser Tatsache aufgebaut. Sein Werk beginnt mit den sehnsüchtigen Klängen der von den Sufis gespielten Rohrflöte. Sie nennt sich Ney, aus einem Bambusrohr geschnittene Flöte. Ich zitiere diese ersten vier Verse, die ersten vier Verse für 22.000 weitere Verse. Höre auf die Geschichte der Rohrflöte, wie sie sich über die Trennung beklagt. Seit ich aus dem Röhricht geschnitten wurde, hat meine Klage Mann und Frau zum Weinen gebracht. Ich suche nach einer von der Trennung zerrissenen Brust, der ich meinen Sehnsuchtsschmerz enthüllen kann. Jeder, der weit von seinem Ursprung entfernt ist, sehnt sich danach, wieder mit ihm vereint zu sein. Wir alle kennen das im Glauben, den Geliebten oder die Geliebte zu erkennen, verlieben wir uns, natürlich mit allen Nebenwirkungen, die das Verliebtsein mit sich bringt. Ein Außenstehender wird verzückende Verblendung feststellen. Meine Eltern haben das auch mal bei mir festgestellt. Jedenfalls einen Zustand, wo wir nicht mehr ganz bei Sinnen, nicht mehr ganz uns selbst sind. Und wenn wir dann Nähe oder gar Berührung mit dem Geliebten oder der Geliebten erleben, erreichen wir den Höhepunkt unserer Verzückung. Die Gedichte Rumis sind voller solcher Beschreibungen. Hier ein Beispiel. Verliebtheit zeigt sich in Krankheit des Herzens. Der Liebeskrankheit ist keine andere Krankheit vergleichbar. Das Gebrechen des Liebenden ist ein besonderes Gebrechen. Liebe ist das Astrolab, also das Navigationsinstrument zu Gottes Mysterien. Liebe ist das Navigationsinstrument zu Gottes Mysterien. Freilich wirkt die Liebe auf allen Ebenen der Schöpfung. Im Arabischen oder Persischen gibt es für die unterschiedlichen Liebesebenen auch unterschiedliche Ausdrücke. Die göttliche Liebe, um die es in den meisten religiösen und mystischen Texten geht, heißt Aschk oder Eschk. Du kannst es besser aussprechen. Im Deutschen steht uns nur das eine Wort Liebe zur Verfügung. Wollen wir die Qualität oder die Stufe der Liebe benennen, benötigen wir ein Adjektiv. Es gibt die sexuelle Liebe, die romantische Liebe, die göttliche Liebe und viele weitere Arten der Liebe, wie zum Beispiel die narzisstische Liebe zu sich selbst oder die Liebe des Diebes zum Geld des Nachbarn. Auch das ist Liebe. Alle verschiedenen Qualitäten der Liebe haben ihren Ursprung in einem Trieb, einem Drang oder einer Sehnsucht. Wenn wir von Aschk, der höchsten göttlichen Qualität der Liebe, sprechen,
dann geht es um den Drang nach Gottes Nähe. Der Gelehrte Abu Hamid al-Ghazali, der starb im Jahr 1111, interpretiert das im Koran erwähnte Paradies mit Gottes Nähe und dem Schauen auf sein Antlitz. Das ist für ihn das Paradies. Gottes Nähe und das Schauen auf sein Antlitz. Demgegenüber, wenn er von der Hölle spricht, sagt er, das ist das Feuer der Trennung. Somit beginnt für uns die Hölle schon auf Erden, wenn wir die Liebe Gottes für den Menschen nicht annehmen. Gott sehnt sich mit seinen Attributen nach einer lebendigen Beziehung zum Menschen, dem höchsten Wesen seiner Schöpfung. Durch den Menschen, in dessen esoterischem Herzen er selbst sitzt, will er sich selbst erkennen. Wenn der Mensch sich ihm öffnet, antwortet er mit Aschk, einer Liebesqualität, zu welcher der Mensch nicht befähigt ist. Unser Vermögen, Gott nahe zu kommen, hat in jedem Fall seine Grenzen. Der große Sufi-Heilige Hossein ibn Mansur Halatsch beschrieb im 10. Jahrhundert diesen Umstand mit dem Nachtfalter, der in der Nacht vom Licht der Kerze angezogen wird und um dieses Licht flattert. Und wenn er dann dem Licht zu nahe kommt, verbrennt er. Das Erleben göttlicher Liebe hat seinen Preis. Gottes Nähe fordert die Auflösung des eigenen Ichs. Rumi spricht oft vom Erreichen des Nichtseins, also ein Aufruf an uns, nicht mehr jemand sein zu wollen. Versuchen wir das doch, das in unserem Alltag, nicht jemand sein zu wollen. Das ist nicht so einfach, wie ihr sicher alle wisst. Rumi ruft aus, auch in seinem Mesnevi: Du liebst Gott. Gott ist so, dass kein Haar von dir bleibt, wenn er kommt. Bei seinem Anblick verschwinden 100 wie du. Ich glaube, mein Freund, du bist in die Verneinung deiner selbst verliebt. Du bist ein Schatten und in die Sonne verliebt. Die Sonne kommt und sofort verschwindet der Schatten. Was ist Liebe? Fragt Rumi. Das Meer des Nichtseins, in dem die Vernunft untergeht. Ja, wenn wir das hören, wagen wir es da noch, Gottes Nähe zu suchen und auf seine Liebe zu hoffen? Unser Inneres mit dem Ich-Gefühl und dem so verehrten und gefeierten Selbstbewusstsein will sich doch keinesfalls in nichts auflösen. Unsere Seele, in der Sufi-Psychologie nennt sich das die Nefs, unsere Seele ist derlei erschaffen, dass wir als Selbstverständnis ein selbstbewusstes Ich spüren wollen, von dem aus sich alles definiert. Die Seele wehrt sich mit Händen und Füßen gegen Minderung und Selbstauflösung. Sie will nicht wie der Nachtfalter in der Kerze verbrennen. Vielmehr strebt sie nach Selbstverwirklichung. Der Weg der Mystik, Sirat al-Mustaqim, ist die Umkehr von Selbstverwirklichung. Das große Hindernis auf dem Weg der Mystik
ist das Bedürfnis nach Anerkennung im profanen Umfeld. Der Drang nach Anerkennung und Bestätigung von sich selbst ist in dieser Welt der Erscheinungen omnipräsent. Darum sage ich natürlich. Geld, Macht, Berühmtheit, Extravaganz und selbst Terror dienen vorwiegend dem einen Ziel, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, um so sein Selbstbewusstsein zu stärken. Und auch wenn wir nicht auf solche offensichtliche Abwege gelangen, ist die Gefahr nicht gebannt. Denn gerade verdienstvolle Tugenden dienen oft als subtile Wege, um das Bedürfnis nach Anerkennung zu stillen. Ich denke da an inszeniertes Dienen oder zur Schau gestellte gute Taten. Und selbst beklagtes Leid dient oft dem eigentlichen Wunsch nach Anerkennung. Das Beachtet und Gesehen werden ist unser profaner Versuch, die Sehnsucht nach unserem Ursprung irdisch zu erfüllen. Und allzu oft nennen wir das Liebe. Ja, sicher, es ist Liebe, aber eben Selbstliebe. Unser Bedürfnis nach Selbstverwirklichung pervertiert die Wirklichkeit. Insofern ist Jesu, Friede und Segen sei mit ihm, seine Jesu Aussage, den Nächsten so zu lieben wie sich selbst, eine geniale Aufforderung. Unsere Liebe soll also aufrichtig auf Gott gerichtet sein. Ja, aber der Monotheismus, der fordert, du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Das ist in Moses, zweiter Buch Moses oder fünftes Buch Moses das genannt. Wie können wir in ein Liebesverhältnis mit Gott gelangen, ohne von ihm eine Vorstellung zu machen? Wie können wir Gott ohne Gottesbild lieben? Mit einem nicht vorstellbaren Gott, der kein Gesicht hat, ist das schwer zu verwirklichen. Die Kirchen haben das Göttliche greifbar gemacht, indem sie den Menschen Jesus, Friede und Segen sei mit ihnen, zum Gottessohn erklärten und ihm eine romantische, schön geformte und attraktive Gestalt gaben. Und die orthodoxen muslimischen Gelehrten haben aus dem Koran eine Gesetzesreligion gemacht, die einen Muslim befähigt, mit konkreten Handlungen Gott zu befriedigen und so in der Beschränktheit menschlicher Vorstellungen seine Gnade sicherzustellen und sich seine Nähe vorzustellen. Übrigens, gerade in gewissen Sufi-Kreisen ist auch Mohammed, Friede und Segen sei mit ihm, auch Mohammed zu einem fast göttlichen Lichtgestalt hochstilisiert worden. Es wird gesprochen vom Licht Mohammeds, das schon war, bevor Gott die Schöpfung eingeleitet hat. So quasi fast Mohammed auf diese Stufe wie Jesus bei den Christen, fast immer noch mit gewissen Vorbehalten, aber diese Tendenz, etwas Greifbares zu haben, ist einfach da. Also jedenfalls können wir Muslime den Kirchen nicht allzu viel Vorwürfe machen, wenn sie Jesus anbeten. Ein Sufi weiß, dass er kein Mittel besitzt, um Gottes Anerkennung und Liebe einzufordern, auch nicht mit dem minutiösen Einhalten von Geboten und Verboten. Doch er oder sie sind sich der Anwesenheit Gottes gewiss. Denn Gott sagt im Koran,
dass er dem Menschen näher als seine Halsschlagader ist. Er sagt nicht, ich bin näher als die Halsschlagader den Muslimen, sondern allen Menschen. Das ist im Koran, Sura 50, Vers 16. Auch steht im Koran, wohin du dich immer wendest, da ist Gottes Angesicht. Sura 2, 1, 1, 2, 112. Wohin du dich immer wendest, da ist Gottes Angesicht. Das wird bei uns sehr viel rezitiert, auch im Sema, in unserem Drehritual. Für den Sufi erscheint Gott in der Gestalt eines Bedürftigen, dem er Geld geben kann, oder eines Kranken, den er besuchen und pflegen soll. Er erblickt das Schimmern des Jenseitigen durch die Zwischenräume des Diesseitigen. Und so nimmt Rumi den islamischen Kritikern an der Gestalt Jesu als Gottessohn den Wind aus den Segeln. Und wenn er sagt, dass die Liebe zu Gott mit menschlichen Vorstellungen auch zum Ziel führt, betont er das nochmals. Ich zitiere. Rumi sagt, ob Liebe nun von dieser Welt oder der anderen Welt ist, sie führt uns schließlich immer zu ihm. Gott ist sowohl der Tag des Liebenden als auch sein tägliches Brot. Er ist sowohl das Herz des Liebenden als auch das Brennen in dessen Herzen. Und aufmunternd sagt er uns, gehe und suche solch eine Liebe, wenn du lebendig bist. Sonst bist du ein Sklave der veränderlichen Zeit. Beachte deine hässliche oder schöne Form nicht. Beachte die Liebe und den Gegenstand deiner Suche. In welchem Zustand du dich auch befindest, suche weiter, o du mit den trockenen Lippen. Suche immer nach dem Wasser. Denn deine trockenen Lippen legen Zeugnis dafür ab, dass sie schließlich die Quelle erreichen werden. Die Trockenheit der Lippen ist die Botschaft des Wassers, dass diese Ruhelosigkeit dich gewiss zu ihm bringen wird. Also, lasst uns aufmuntern, in welchem Zustand wir uns auch immer befinden, sollen wir weitersuchen. Auch wenn wir Zeiten der Dunkelheit erleben, ich denke da an die schönen Beschreibungen eines Johannes von Kreuz und anderen Mystikern, die die Dunkelheit eindrücklich beschrieben haben, auch in solchen Zeiten vergewissert uns Gott, und jetzt zitiere ich nochmals Rumi, der Gottes Wort in seinen Mund legt, Gott sagt, weil du lange mit meiner Widerspiegelung beschäftigt warst, hast du die Kraft gewonnen, mein Wesen bloßzulegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitmenschen, lasst uns also unbeirrt mit der Widerspiegelung Gottes beschäftigen. Lasst uns dazu gegenseitig aufmuntern, im Wissen, dass ohne ein Jenseits die diesseitige Welt der Erscheinungen sinnlos ist. Im Diesseits mögen wir unterschiedliche Vorstellungen und Wege nachgehen, doch im Raum und zeitlosen Jenseits umarmen wir uns am gleichen Ort, in Aschk der göttlichen Liebesqualität. Ich möchte abschließen mit einer Aufmunterung von dir, Niklaus Brandschen, dass wir unseren Körper brauchen. Ihr bleibt sitzen und ich bitte euch, den Nachbarn, dem Mevlevi, Kuss zu geben. Ich zeige es jetzt, wie das geht. Wer will das? Das ist der hygienischste Kuss, den ich kenne. Ihr haltet die Hand, diese zwei rechten Hand so. Und ihr macht Augenkontakt und lässt die Augenkontakt erhalten und küsst dem anderen die Hand so.
Wir sagen, die Augen sind die Fenster zum Herzen. Also macht doch jetzt das gegenseitig.